FIFA und Real-Life-Fußball. Gibt wenig, was sich so sehr ähnelt, aber trotzdem gefühlt fast nichts miteinander zu tun hat. Eine Sache, die dabei besonders schnell realitätsfern wird, ist das Potenzial von Talenten, weil es zugegeben auch ein bisschen Glaskugel lesen ist. Deswegen werfen wir heute mal einen Blick auf nicht ein, nicht zwei, nicht drei, wobei doch drei Talente aus der Zeit von FIFA 14 und wie ihre Karriere in echt so verlaufen ist. Aber nicht irgendwelche Talente, sondern welche, denen man im Nachhinein den Stempel Flop aufdrücken könnte. Mit FIFA als Spiel hat das nicht wirklich was zu tun, aber es ist halt ein guter Indikator dafür, wie sehr im Hype oder wie vielversprechend ein Talent damals war. Und zwar gehen wir zurück zu FIFA 14, weil das mittlerweile ein knapp 10 Jahre altes Spiel ist. Bedeutet auch, dass Spieler, die damals als Talente galten, ich würde sagen alles so 21 Jahre oder jünger, mittlerweile knapp 10 Jahre Profifußball gespielt haben. Sollte sich also gut einschätzen lassen, ob die gefloppt sind oder eben nicht. Ich habe übrigens bewusst nicht die üblichen Verdächtigen genommen, von denen man schon tausendmal gehört hat. Stichwort Fußballgott, also Max Meyer wird hier nicht vorkommen. Und wir gucken uns nicht die Entwicklung in FIFA an, sondern eben wirklich die Karriere in Real Life. Wahrscheinlich blende ich dann trotzdem hier irgendwo mal die aktuelle Karte ein oder sowas. Und wir fangen direkt mit einem Brecher an. Vom AC Milan, damals zu FIFA 13 Zeiten in fast jedem Silberteam zu finden. Ähnlich wie ein weiterer Spieler, einen FIFA-Teil vorher, den man hier auch hätte nennen können. Die Rede ist natürlich von Mattia De Ciglio, aka der neue Maldini, wie er zwischenzeitlich genannt wurde. Der andere Spieler wäre übrigens Stefan El Shaarawy. Ich habe mich aber aus zwei Gründen gegen El Shaarawy entschieden. Zum einen trifft auf ihn dieses, man hat schon tausendmal seine Story gehört, Ding zu. Und dann hat er auch eine Karriere hingelegt, die zwar gemessen an seinem damaligen Potenzial schon relativ schwach war, aber trotzdem spielte er die meiste Zeit bei Clubs internationaler Klasse und dort dann zumindest auch keine unwichtigen Rollen. Oder auch in seiner Zeit in China war er der bestbezahlte italienische Fußballer, was ihn auch zum Gesprächsthema machte. Er war also nie komplett unterm Radar. An seiner Saison 12-13, in der er in 46 Einsätzen 19 Tore und 7 Assists als Flügelspieler erzielen konnte und die bei ihm den Hype so richtig ankurbelte, kam er aber nie wieder ran. Um ihn soll es aber gar nicht gehen, sondern um Mattia De Ciglio. Er kam damals 2011 aus der Primavera, der U19 von Milan, in die erste Mannschaft, war seit 2002 im Verein und auch in Mailand geboren, dazu hoch veranlagt. Er füllte also schon mal alle Grundvoraussetzungen, um zu einer absoluten Vereinsikone zu werden. Er spielte sich dann relativ schnell in die Startelf, was nicht nur an seinem Talent, sondern auch daran lag, dass er sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite verteidigen konnte. In der Saison 2012-2013 absolvierte er 16 Spiele als Rechtsverteidiger und 13 Spiele als Linksverteidiger. Und noch eins als Innenverteidiger. Im März 2013 debütierte er dazu noch für die italienische A-Nationalmannschaft. Verletzungen warfen ihn jedoch immer wieder zurück. In der Saison 13-14 verpasste er beispielsweise 5 verschiedenen Verletzungen geschuldet, 40 Spiele. Die Saisons darauf lichtete sich das zwar etwas, aber seine Verletzungsanfälligkeit wurde er nie komplett los. Nur mal um ein paar zu nennen. 14-15 18 Spiele verpasst. 17-18 24 Spiele verpasst. 19-20 17 Spiele verpasst. Und 22-23 56 Spiele verpasst. Aktuell kommt er auch gerade wieder von der Verletzung zurück und hat gerade bei einer 1-0-Niederlage gegen Lazio sein Comeback gegeben. Eine wilde Verletzungshistorie hat schon die ein oder andere Karriere gekillt. Bei De Ciglio war das aber noch lange nicht alles. Mittlerweile spielt er ja nicht mehr bei Milan, denn im Juli 2017 wechselte er für immer noch 12 Millionen Euro von Mailand nach Turin. Sein Wechsel von Milan zu Juve war aber gar nicht mal so unumstritten. Zum einen, weil ein Wechsel zwischen den beiden Clubs einfach nicht ohne Kontroversen stattfinden kann. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Zum anderen aber auch, weil es zuvor zu Auseinandersetzungen zwischen De Ciglio und den Fans kam. Im April 2017 kamen Gerüchte auf, dass De Ciglio seinen Vertrag nicht verlängern wird und dazu auch noch mit ausgerechnet Juventus Turin in Verbindung gebracht wird. Nach einer 2:1 Niederlage gegen Empoli, bei der De Ciglio in der 70. Minute unter Pfeifkören ausgewechselt wurde, umkreisten Fans sein Auto, beleidigten und bedrohten ihn. Auch wenn es bei den Drohungen blieb und sie ihn danach fahren ließen, ging dies und andere ähnliche Aktionen nicht spurlos an dem Außenverteidiger vorbei. In einem Interview sprach er davon, dass er in dieser Zeit unter depressionsähnlichen Symptomen litt, ausgelöst durch den Umgang der Fans mit speziell seiner Person. Ich war nicht glücklich, ich lebte in einem Strudel voll negativer Gedanken. Ich hatte Probleme zu lächeln, ich war das Gegenteil von mir selbst geworden. Meine Eltern sagten meinem Mentalcoach, dass sie nicht an Mattia, dem Fußballer, interessiert sind. Es geht ihnen nur um Mattia, ihren Sohn. Er soll sein Lächeln zurückbekommen und wieder glücklich sein. Ein krasses Beispiel für Fans, die einfach komplett auf die Psyche eines Spielers scheißen. Besonders in Zeiten von Social Media ist das ja kein rar gesätes Phänomen, aber gerade im Fall De Ciglio ist das schon ein sehr direktes Beispiel. Und das wäre übrigens fast Thema meiner Bachelorarbeit geworden, wenn es nicht zu komplex gewesen wäre. Aber psychische Belastung im Fußball oder generell im Profisport ist immer noch eine Thematik, die viel zu sehr unterm Radar fliegt. De Ciglio hat das Problem aber, wie es aussieht, gelöst bekommen. Sportlich konnte er sich jedoch nie auf das Level begeben, was ihm damals in FIFA 14 vorhergesagt wurde. Bevor wir jetzt beim nächsten gefloppten Talent genauer ins Detail gehen, schieben wir dazwischen nochmal einen Spieler, der zwar auch gemessen an seinem damaligen Potenzial tendenziell gefloppt ist,
aber der immer noch eine relativ achtbare Karriere hatte. Also per se kein Flop, sondern mehr so ein uneingelöstes Versprechen. El Shaarawy hatten wir da ja gerade schon, der wird auch in die Kategorie fallen. Und ein weiterer wäre Paul Pogba. Hatte damals 90er Potenzial und es sah ja zeitweise auch so aus, als würde er da rankommen. Also der erste Stint bei Juve war ja schon ziemlich krass. Sinnbildlich dafür, finde ich, sind die beiden Tore gegen Udine, vor allem das erste. Dann geht er zurück zu Man U für über 100 Millionen Euro, nachdem er ja erst 4 Jahre zuvor von eben dort ablösefrei zu Juve gegangen ist. Bei Man U lief es wieder nicht gut, deswegen wieder ablösefrei zu Juve. Und wie witzig wäre es gewesen, wenn es dann bei Juve wieder funktioniert hätte. Auch wenn ich es Juve nicht gönnen kann als Milan-Fan, aber wäre es schon witzig gewesen für den krassen Mittelfinger ins Gesicht von Man U. Kam aber nicht dazu, wie wir alle wissen. Pogba konnte seit dem ersten Juve-Stint und der Nationalmannschaftsperformance, die war meistens auch ziemlich gut, aber nicht mehr an seine Leistung anknüpfen. Und er ist ja aktuell auch gesperrt wegen dem Doping-Vorfall. Durch die paar guten Jahre bekommt er meiner Meinung nach aber nicht den Flop-Stempel, sondern eher den uneingelöstes Versprechen-Tag. Meine Top 3 Pogba-Momente sind übrigens zum einen natürlich das Tor gegen Udine, dann das Tor gegen die Schweiz, was auch ziemlich krass war, aber da vor allem eher der Jubel. Und natürlich noch dieses Fake-Interview damals bei Manchester United. Da wird er interviewt von einem, der so tut, als hätte er keine Ahnung von Fußball. Er nennt ihn Paul Drogba und so. Sehr empfehlenswert. Da gibt es auch noch eins mit Juan Mata, der sich als Fußball verkleiden soll und Joanne Mata genannt wird. Echt Comedy Gold. Vielleicht kein Comedy Gold, aber dessen Karriere hat ein bisschen was von einem schlechten Witz. Juan Manuel Iturbe. Okay, schlechter Witz ist vielleicht ein bisschen drüber, aber ich brauchte irgendeinen Übergang. Zeitweise sah es bei Iturbe tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Er galt ja nicht ohne Grund als großes Talent. 2011 kommt er aus Paraguay zum FC Porto. Da läuft es jedoch gar nicht. Gerade mal 7 Einsätze und keine Torbeteiligung, weshalb er zurück nach Südamerika verliehen wird. Wo es auch nicht wirklich berauschend lief. Aber immerhin gut genug, um das Interesse von einem Serie A-Club zu wecken. Hellas Verona lieh den Flügelspieler also aus. Ein Hellas Verona, bei dem damals in der gleichen Saison auch ein zu dem Zeitpunkt 36-jähriger Luca Toni verpflichtet wurde. Dem bereitet Iturbe auch einige Tore vor, erzielt aber auch selbst ein paar. 8 Tore und 5 Vorlagen in 33 Spielen. Klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so krass, aber da waren schon ein paar krasse Momente dabei. Tore aus der Distanz, auch mal ein direkter Freistoß und extremes Tempo über den rechten Flügel, gepaart mit einer Dribblingstärke, die es ihm erlaubte, 3, 4, 5 Gegner aussteigen zu lassen, um dann nicht selbst abzuschließen, sondern den Ball nochmal quer zu legen. Er konnte also auch Eigensinnigkeit zeigen, wenn es sein musste, aber er hatte kein zu großes Ego. Und er hat ein großes Ego, das muss ich hier einbauen. Und er hat ein fettes Ego. Oh Mann. Ein 36-jähriger Luca Toni sammelte in der Saison 13-14 übrigens in 36 Spielen einfach mal 32 Scorer, 21 Tore und 11 Vorlagen. In der Saison darauf auch nochmal 23 Tore. Da ist Iturbe allerdings nicht mehr da. In seiner Leihe von Porto zu Verona war zwar eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro integriert, die Verona auch zahlte. Er verlässt den Verein allerdings direkt wieder und wechselt für 24 Millionen Euro zur Roma. Das sollte auch nicht sein letzter Transfer in dieser Art sein. In der ersten Saison bei der Roma läuft es okay, immerhin 8 Scorer. Er wird aber nach einer schwachen ersten Saisonhälfte in seinem zweiten Jahr bei der Roma nach Bournemouth in die Premier League ausgeliehen. Dort kommt er auf sage und schreibe 2 Einsätze in der Liga und nochmal 2 im FA Cup über insgesamt 188 Minuten. Das einzig Zählbare, was er in den 4 Spielen mitnimmt, ist übrigens eine gelbe Karte. Zurück bei der Roma lief es wieder nicht wirklich besser, deswegen gab es zur Saisonhälfte wieder eine Leihe, diesmal zu Torino. Und in der Folgesaison zu Tijuana. Und hier gab es dann auch das zweite Mal so eine Wechselsituation wie damals schon von Verona zur AS Rom. Tijuana verpflichtet Iturbe am 1. Juli 2018 fest für 3,8 Millionen Euro, damit er dann am 2. Juli 2018 zu den Pumas wechseln kann. In der mexikanischen Liga konnte er auch nie wirklich überzeugen und nach einer ebenfalls nicht so erfolgreichen Saison in Griechenland und einer Saisonhälfte in Brasilien, wo er fast gar nicht zum Einsatz kam, spielt er mittlerweile seit Januar wieder in der paraguayischen Liga. Er gab mit 16 Jahren auch sein Debüt für Paraguays Nationalmannschaft, obwohl er bei FIFA am Anfang noch als Argentinier geführt war. Liegt daran, dass er 2 Jahre nach seinem paraguayischen Nationalmannschaftsdebüt für Argentinien bei der U20-WM und noch in einem Freundschaftsspiel gegen die deutsche U21 bei einer 1:6 Niederlage gespielt hat. In dem Spiel gegen Deutschland hat er übrigens das einzige Tor für Argentinien geschossen. Auf deutscher Seite gab es 3 Doppelpacks und zwar von Kevin Volland, Maximilian Beister und Louis Holtby. So viel dazu. Iturbe hatte auf jeden Fall hohe Anlagen und es sah zwischenzeitlich, besonders bei Verona, auch so aus, als könnte er einer der Top-Flügelspieler der kommenden 10 Jahre werden. Letztlich hat er aber nie den nächsten Schritt machen können. Und das lag bei ihm auch nicht an Verletzungen. Klar, hier und da hatte er auch mal was, aber nichts, was ihn ewig lang hat aussetzen lassen. Erst ziemlich spät in seiner Karriere, da war er aber bereits in Mexiko und fiel ein halbes Jahr aus, verpasste dadurch aber auch nur 7 potenzielle Spiele. Bleibt also noch ein geflopptes Talent übrig. Und dafür meine Wahl ausnahmsweise mal auf keinen Serie A-Spieler.
Mir fällt nämlich gerade auf, dass sonst jeder auf der Liste da gespielt hat. Lazar Markovic. Damals in FIFA 14 mit einem Potenzial von 87 und einem Wechsel von Benfica Lissabon zum FC Liverpool. Zuvor konnte er mit Benfica in seiner ersten und einzigen Saison dort das portugiesische Triple holen. Dabei war er vereinsintern mit 5 Toren in der Liga der 5-beste Torschütze und 5 Vorlagen der 4-beste Vorlagengeber. Besonders sein explosiver Antritt, seine hohe Endgeschwindigkeit und seine 1-gegen-1-Stärke ließ ihn herausstechen und überzeugte Liverpool, 25 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen. 15 Millionen mehr, als Benfica ein Jahr zuvor an Partizan Belgrad überwies. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass sich das 2014er Liverpool elementar von dem unterscheidet, was wir in den letzten Jahren unter Jürgen Klopp gesehen haben. Markovic kam also in kein funktionierendes System, sondern in einen Verein, der zu dem Zeitpunkt viel Chaos und wenig Erfolg gewohnt war. Man war von Markovic überzeugt, wollte ihm sogar die Nummer 7 geben. Er wollte allerdings bei seiner Nummer 50 bleiben. Bei Liverpool wurde dann schnell klar, was er gut konnte, dribbeln und laufen. Aber es wurde auch umso deutlicher, was er nicht konnte. Denn immer wieder wurde er von Gegenspielern weggedrängt. Sowohl mit als auch ohne Ball hatte er große Probleme, sich physisch durchzusetzen. Noch dazu führte seine Stärke, flexibel auf beiden Flügeln sowie im Sturm eingesetzt zu werden, dazu, dass er auf seiner präferierten Position, dem rechten Flügel, so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz kam. Man hat sich folglich dazu entschieden, ihn zu verleihen. Im August 2015 ging es zu Fenerbahce in die türkische Liga. Er selbst sagte später, dass eine Leihe für einen Spieler schwierig ist, da man bei seinem eigentlichen Verein erstmal außen vor ist und bei dem Leihclub immer mindestens 10-mal so viel zeigen muss wie die anderen Spieler, die dort fest unter Vertrag stehen. Aber das sollte gar nicht mal sein größtes Problem sein. Denn keine 2 Monate, nachdem Markovic zu Fenerbahce ausgeliehen wurde, trennte sich Liverpool von dem damaligen Trainer Rodgers und stellte Jürgen Klopp ein. Man könnte jetzt sagen, the rest is history, aber nicht nur the rest, auch Markovic war spätestens ab dem Zeitpunkt bei Liverpool Geschichte. Wo Rodgers ihn nämlich noch in seiner Zukunftsplanung unterbrachte, war für Klopp relativ schnell klar, dass man ohne Markovic planen wird. Noch dazu verletzte er sich bei seiner Leihe und verpasste die zweite Saisonhälfte komplett. Von da an war es ein typisches Leihkarussell, in dem sich Markovic befand. Von Sporting über Hull City und Anderlecht. Er selbst wollte unbedingt einen festen Wechsel und keine Leihen mehr. Liverpool plante nicht mehr mit ihm und er empfand es als zu schwierig, respektive unverhältnismäßig, sich auf Leihe beweisen zu können. Das Problem, Liverpool wollte ihn nicht für unter den damals gezahlten 25 Millionen Euro verkaufen. Nach seiner Leihe zu Anderlecht war Liverpool allerdings doch bereit, ihn für eine deutlich geringere Summe ziehen zu lassen. Und zwar einigte man sich mit den Belgiern am Deadline Day, Markovic für ca. 3,3 Millionen Euro abzugeben. Der Deal platzte jedoch, denn wer war damit nicht einverstanden? Markovic. Er selbst sagte zwar, dass Geld dabei keine Rolle gespielt hat, laut Liverpool war aber wohl genau das der Grund. In seiner letzten Saison mit Liverpool, bevor sein Vertrag dann auslief, trainierte er mit der U23, kam auf einen Ligaeinsatz über 44 Minuten mit den Profis und 2 Einwechslungen bei den Amateuren. Und dann endete das Kapitel Liverpool für das einst so hoch angepriesene serbische Ausnahmetalent. Er hat übrigens seine Degradierung in die U23 ziemlich gut aufgenommen, half den Jugendspielern und verhielt sich allgemein sehr professionell. Also er ging damit deutlich besser um, als wenn man das sonst so hört, wenn Spieler von den Profis zu den Amateuren geschickt werden. Danach ging es für ein halbes Jahr zu Fulham, wo er fast jedes Spiel verletzt verpasste, und daraufhin zurück zu seinem Jugendclub Partizan Belgrad. Da spielte er für 3 Jahre und abgesehen von ein paar Verletzungen lief es eigentlich ziemlich gut. In 3 Saisons macht er insgesamt 89 Spiele, erzielt dabei 20 Tore und bereitet 16 weitere vor. In seiner finalen Saison führt er die Mannschaft sogar als Kapitän auf den Platz. Seit 2022 spielt er in der Türkei für Gaziantep mit einer zwischenzeitlichen Kurzleihe zu Trabzonspor. Hier läuft es auch nicht so schlecht. Zum Stand der Aufnahme kommt er saison- und clubübergreifend nach 62 Spielen auf 9 Tore und 11 Vorlagen. Das sind jetzt auch nicht die krassesten Stats dafür, dass es nur die türkische Liga ist, aber immerhin spielt er aktuell wieder einigermaßen regelmäßig. Etwas, von dem man vor 10 Jahren auch nicht gedacht hätte, dass das einzig Positive ist, was man über seine Karriere nach seiner Zeit als Talent sagen kann. Und das waren sie, 3 Talente aus der Zeit von FIFA 14, die letztlich nie das ihnen damals prophezeite Potenzial erreichen konnten. Allerdings alle aus unterschiedlichen Gründen. Natürlich waren das noch nicht mal im Ansatz alle, vor allem wenn man sich die anderen FIFA-Teile anschaut, findet man Dutzende solcher Fälle. Vielleicht mache ich ja nochmal ein Video mit mehr Talenten, dafür aber dann nicht so detailliert. Aber mal schauen, das war jetzt das erste Video hier auf dem Zweitkanal, denn ja, es ist ein Zweitkanal, wer hätte es gedacht bei dem Namen. Erwartet jetzt hier keinen regelmäßigen Fußball-Content oder überhaupt regelmäßiger Content könnte schon schwierig werden. Thematisch wird es hier auch eher so einen Mix geben, also könnte sein, dass das nächste Video wieder fußballzentriert ist. Kann aber auch was komplett anderes sein, also Gaming, Film und Serien, ein Blick auf meine Collection oder keine Ahnung, wie ich ein Stück Toast hinschmeiße. Eigentlich alles, wo ich das Gefühl habe, ich könnte da gut ein Video zu machen oder ich habe Bock darauf, aber es passt einfach nicht auf den Hauptkanal. Schaut in der Zwischenzeit gerne mal vorbei, ansonsten bis zum nächsten Mal.